Moinsen Leute, was geht ab bei euch? Olsen und Agri und noch ein paar andere Kollegen spielen jetzt eine Runde Desert 2 Kotz. Natürlich gegeneinander. Nein, Olli ist sogar in meinem Team drin, ne? Olsen, leider. Das ist natürlich richtig gut. Das dann ist richtig schlecht für mich. Dann wirst du jetzt endlich auch mal gewinnen. Mhm. Echt jetzt? Das ist doch schon mal schön. Jetzt hast du die Möglichkeit, wirklich auch mal ein Spiel zu gewinnen bei Desert 2 Kotz. Mit mir zusammen. Vielleicht aber auch nicht. Ich denke mal, es wird passieren. Ich denke auch, ich bin auf jeden Fall Zerg. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Olli. Das kenne ich. Ja, ich fange erstmal mit Queens an. Queens? Oh Gott, Queens. Bist du auch Zerg? Ja, ich bin auch Zerg. Jetzt wird wieder only Queens gebohrt. Oh Mann. Und Olsen fängt hier direkt mit Zerglingen an. Natürlich, ich spiele auch. Ich bin ja so ein. Ich bin sehr gastlastig, aber bei Queens kann man das ruhig mal probieren, weil Queens nämlich extrem viel aushalten. Ja, die blocken richtig krass. Ja, ich hätte drei bauen müssen, aber die sind schon echt gut. Richtig dicke Blocker. Komm, noch einmal Heal! Einmal Heal! Einmal Heal! Guck's dir an, Alter. Die ziehen das einfach weg. Die machen den klar, den Kollegen. Die machen den Marodeur und drei Marines nass. Zwei Queens. Yeah! Immer Queen. Es ist unglaublich, nice. es ist geradezu unglaublich, dass drei Queens, fünf. Ja, es ist wirklich. Marines und 73. Deine Kackvogeleinheiten schaffen da gar nichts weg. Was? Ja. Komm doch jetzt erst. Ja, da sind sie. Guck mal, wie schön die laufen. Ja, wunderschön. Eine leichte Kurve in der Zerklingwelle drin. Oh. Ah, weiß ich nicht. Schaffen läuft. Das Ochis? Läuft, weil meine jetzt gleich halt noch kommen. Nicht. Ah, es wird aber knapp. Schaffen sie nicht. Was für knapp. Aber jetzt sind ja die Kollegen wieder da. Die Kollegen von der Tankstelle? Ja. Die sind nett. Ich müsste eigentlich nur ein, zwei Banelings zwischenpacken, ne? Und schon wäre alles wieder beim Alten. Oh, der Dark Julian, der baut hier ordentlich. Ja, die sind aber echt nice. Feuergefällig. Steck mir was in Brand. War schon cool. Ich hätte auch gerne feuergefällig. Feuer habe ich vorne und hinten. Ja. Bei hinten muss man bei dir nur ordentlich Feuer durchgehen. Ne? Ja. Dann wäre es nicht gut, wenn du Feuer bei der Hand, also in der Hand hättest. Sagen wir es so. Das ist gefährlich. Ja. Da kann schon einiges passieren. Versuche ich auch meistens zu vermeiden. Dann machst du direkt Live-Enthaarung auf der Toilette. Richtig. Ohne Rasierer. So, Alter, hat der eine Marodeurmasse da am Start, ne? Ich glaube, das halt haut rein gegen die Queens. Ja, ich denke auch. Weiß ich nicht, aber noch heilen sie sich ganz gut. Jo. Ah, die Queens, die blocken. Die sind so geil, die heilen sich die ganze Zeit. Ziehst die rein. Bitch! Wie geil ist das überhaupt? Ja, ich brauche halt ordentlich von den Rochis. Echt perfekt. Das ist eigentlich so meine Premiere-Taktik, die ich hier immer mache bei Desert 2 Kotz. Ich versuche dann zwei Reihen komplett voll mit Roachies zu bauen. Und dann schön Zerklinge vorweg, ne? Ja, Zerklinge am Anfang, ja. Das ist immer so ein bisschen. Hm. Und dann die Upgrades zu machen. Das läuft ja auch immer ganz gut. Ich bin hier noch am Perfektionieren. Kann man ja nicht anders sagen. Du kannst mal einen Gast nehmen, würde ich sagen, oder? Ich habe meinen schon die ganze Zeit. Ja, könnte man mal machen. Das erste geht auf jeden Fall immer. Naja, es geht. Solange wir jetzt drüben sind, ist das auch okay. Ich denke, ich werde jetzt auf Schwarmwirte entweder gehen. Oder. Was könnte man noch schon machen? Ah, ist zu früh für Schwarmwirte. Die werden hier weggehauen. Finde ich jetzt gar nicht. Ja, weil die Queens blocken vorne schön. Ja, da das ist können die Viecher von hinten einfach durchrennen. Das ist eigentlich schon sehr nice. Die kleinen Schrecken. Die schieben sich da einfach zwischen den Queens durch. Mutti beschützt und heilt noch so ein bisschen. Ich denke, das würde ganz gut sein. Ich baue erstmal noch ein paar mehr dazu und dann gibt es erstmal noch ein Upgrade. Ein schönes Angriffs- und Panzerungs-Upgrade kommt noch dazu. Ich mache mich gerade Upgrade für Tier 2. So, dann hauen wir noch eine Queen hin. Die T's, okay, dann bauen wir natürlich mal direkt Opsi. Okay, ja, bauen wir ein Ops. Ich habe schon im Start. Ich habe keinen. Ich will jetzt auch noch nicht auf T2 gehen.
Da ist er schon, der Kollege. Dann holen wir uns mal ein Panzerungs-Upgrade, was ist mich erstmal wichtiger. Ist auch immer teurer, ne? Echt frech. Ich glaube, ich brauche auch noch ein paar Banes dazwischen. Brauchen wir mal ein paar Banes. Ja, das geht auf jeden Fall noch steil. Noch ein Angriffs-Upgrade dazu. Oh, die nehmen das so schön auseinander. Die Queens, ne? Die können das. Ja, die machen es einfach echt. Die machen mich ein bisschen glücklich gerade. Ja, das sind echt sehr nette. Schön. Das ist wirklich sehr schön. Oh, jo. Jetzt muss ich mal ein paar Upgrades machen. Jetzt die Level 1 Upgrades für die Rochis. Da hole ich mir das zweite. Direkt das zweite Gas. Muss jetzt drauf gehen. Los, komm, zieht, zieht, zieht. Der zieht, Aggressor, der zieht, holt sich jetzt zieht, schon das zweite zieht. Gas. Nein! Oh, das gibt's doch gar nicht. Oh, die Bände geschlagen, aber schön. Ja, doch, war in Ordnung. War sehr herrlich. Ah, aber die Kennenhälfte, das gefällt mir nicht so gut. Nee, das ist echt ein bisschen dreist. Und jetzt die Medivacs noch dazu. Das ist jetzt übel. Jetzt hat er halt auch Unterstützung, ne? Ja, ja. Puh. Mal gucken, wie das hier so laufen wird. Das könnte jetzt knapper werden. Ah, die Medivacs sind halt auch gut gegen die Roaches. Ne, und die stacken sich da gleich richtig schön. Also für uns nicht so schön, für die Gegner schön. Aber es geht auf jeden Fall noch. Ja, Marines sind halt auch richtig nice, ne? Wenn die Upgrades haben. Hat aber noch keine Panzerungs-Upgrades. Bis jetzt nur Angriff genommen. Für die Marines? Jo. Ja, lohnt sich auch mehr für die Marines. Ja, aber trotzdem. 9. Minute kann man schon mal 2-0 oder 2-2 haben. Ich habe auch erst ein Panzerungs-Upgrade. Jetzt kommt... Ich habe für meine Queen schon jeweils 2-2. Du spielst ja auch schlecht. Ja, ja. Ich spiele vorzüglich. Oh, da kommen die ersten Tanks. Das ist genau das Richtige, was er jetzt auch braucht. Gegen die Queens auf jeden Fall, ja. Ja. Das könnte jetzt gleich ein schnelles Ende für uns geben. Meinst du? Premiere? Premiere? Ja. Was, Premiere, dass wir zum ersten Mal nicht gewinnen? Ja, richtig. So, das ungefähr, war, oder? Das war Premiere, dass wir zum ersten Mal nicht gewinnen. Genau. Ja. Das erste von beiden. Aber guck mal, unser Bunker, der hält doch echt gut was aus, ne? Jetzt auf beiden Seiten ist es jetzt gleich. Die Cannon ist auch hart rangenommen worden. Unser Bunker ist jetzt auch, ja, fast tot. Aber ich habe ja immer jetzt ein paar Schrecken gebaut. Vielleicht reißen die das jetzt. Was meinst du? Sie machen 14 Schaden. Das ist gar nicht so verkehrt. Na, aber ja? Die spawnen zu langsam, die Scheißdinger. Ach komm. Ist vollkommen in Ordnung. Glaubt man, die Taktik, die rockt. Hast du schön was gegen Luft, hast was gegen Boden. Hast ein bisschen was zum Heilen. Alles dabei. Einmal hin, alles drin. Wenn ich hier DSA spiele. Das ist immer gut, wenn man alle Sachen abdeckt. Natürlich. So, ich mache jetzt, hoffentlich jetzt noch schnell Upgrades. Kann ich jetzt noch reinballern? Ja, das wäre schön, weil die Tanks, die müssen da hinten unbedingt sterben. Ja. Oh, die haben aber auch viele Marines, ey. Mega! Ja, ich brauche jetzt Dings. Ich brauche jetzt. Verseucher. Ah, die haben kein Obst. Na, da kommt er. Da kommt der Scan. Aber jetzt hilft unser Bunker mit und der kriegt keinen Schaden bis jetzt. Oh, der geht jetzt aber bestimmt down, oder? Könnte passieren. Jo. Jo. Jo, 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 jo. Leider laufe ich mit meinen Schaben jetzt momentan so krass in diese Marines rein. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Das gefällt mir auch nicht so gut.
Da musst du ein bisschen was zum Blocken davor setzen, vielleicht. Ja, die Schaben sind ja zum Blocken, eigentlich. Die blocken aber nicht so gut. Ah, doch, die halten schon ganz gut was aus. So ein paar, ja. So ein Uli vorweg, das wäre nochmal ganz gut, aber die sind so mega teuer und da brauchen wir auch wieder Upgrade Tier 3 für. Und oh, werden die weggenutzt gegen die Marines, ey. Da muss ich jetzt aber umstellen. Ja, aber das ist krass. Erstmal Verseucher, das ist schon mal das Richtige. Was Schöne ist hier bei mir, bei meiner Welle, die wirklich die Queens ziehen den ganzen Schaden auf sich und die Schrecken können einfach so durchhuschen. An sich ist das eigentlich ganz cool. Na, wenn sie jetzt nochmal spawnen, jetzt nochmal. Schön direkt in der Welle mit. Na, es geht dann schon ganz gut. Ja, jetzt erstmal Verseucher hinten, dass die schön den Fangel machen. Ja, komm, jetzt noch einmal spawnen. Jo, schön. Ja. Ah, vielleicht den Fangel solltest du vielleicht nächstes Mal noch ausschalten. Meinst du? Jo, dass die dann erst weiter hinten fangen in der nächsten Welle mit, weißt du? Weil jetzt zum Beispiel hier auf die Medi wechselst, ist halt scheiße, ne? Ja. Und immer so ein bisschen usen. Das ist dann bei mir, also bei, wenn man Fangel nutzt, ist auf jeden Fall besser. In manchen Situationen auch nicht immer. Das zum Beispiel war jetzt gut, dass es angeschaltet war. Fangel ist eigentlich immer gut. Ja, klar. Nur so weißt du auch, so vereinzelt auf Medi wächst halt scheiße, sowas, ne? Ja. Oh, schade, ey. Meine Schwarmhorste sind vorne gestorben. Autokill. Das ist hart. Ja, aber das ist richtig hart. Also kommen auch die Tors wirklich, ne? Ja, ist aber gut für uns. Ja. Weil die sind viel zu teuer sind, jetzt weiß man halt auch schon, ja, oh, der hat jetzt auf jeden Fall Tier 3. Mhm. Ah, schaffen wir. Ich denke, das ist ein Sieg für uns. Obwohl es nicht einfach wird. Das ist jetzt, glaube ich, schon wieder so, ist schon wieder so ein bisschen ausgeglichen, ne? Ja, ich muss erstmal das zweite Gas nehmen jetzt. Ja, ich habe auch schon das zweite geholt. Schon lange. Ich weiß, du bist ja auch immer übereifrig. Mhm, danke. Ja, das geht ab. Stelle ich dann noch da hinten rein. Komm mal. Ja, aber der Fangel, der geht ganz gut. Der Fangel ist halt immer Traum, ne? Mhm. So, komm, das muss doch jetzt auch gewesen sein hier für die Kennen. So, erstmal Schrecken-Upgrade machen, damit die ein bisschen länger leben. Schön. Schön den Ops gekillt. Das ist traumhaft. Das ist gut. Direkt, wirklich direkt den Ops gefangelt. Ein einsamer Verseucher stand da gerade. Ah, jetzt werden unsere ganzen Sachen gekillt. Schade. Ah, das ist ärgerlich. Doof. Na, obwohl, die Tanks bleiben am Leben. Ja, wir haben anscheinend gerade die Kennen gekillt, glaube ich. Ja, und die haben wir gekillt. Gab's erst schön mal 200 Öcken für. Das ist doch wunderprächtig. Auf jeden Fall. Ich finde das jetzt langsam richtig angenehm hier mit den ganzen Schwarmwirten. Ja klar, wenn du so weit kommst mit den Schwarmwirten, ist es natürlich gut. Schon eine schöne Sache. Das werde ich, glaube ich, mal häufiger ausprobieren. Ich muss mir auch nochmal eine neue Taktik mit Phönixen überlegen. Ich finde Phönix sowas von geil. Da muss man doch noch mehr mitmachen können. Ja, gegen Immortals halt, ne? Jo. Immortals sind die ganz stark. Das sind gegen alles, also ich finde die eigentlich allgemein sehr imbar. Außer also gegen Korruptoren Einheit. Zacken die halt mega. Naja, klar. Wie lange die brauchen, ne? Bis sie mal so einen Korruptor da weggerissen haben. Ich denke, 1-1. Ja, gegen Anti-Air brauchst du die nicht. Nee. Ja, gut, gegen Mutas halt, ne? Ja, aber selbst da sind die nicht besonders gut. Ja, doch, gegen Mutas sind die ja mega. Ja, ist das so? Ja, klar. Phönixe versus Mutas. Phönixe rattern die sowas von weg. Wie die Corsa damals bei StarCraft 1. So ein Dreh. Die Corsa. Zip, oder Valkyrie. Valkyrie war noch geiler, fand ich. Aber mit dem Multishot, der ging ja sowas von ab.
Toll, jetzt habe ich mir einfach... Was habe ich mir denn jetzt geholt? Irgendein Upgrade habe ich aus Versehen gemacht. Wollte ich gar nicht. Einfach mal verklickt. Alter, ist aber schön, eine schöne Lane, die sie da hinten aufgebaut haben mit den Tanks, ne? Ja, ja. Ich glaube, ich muss gleich mal auf Luft changen. Ja, ich baue gleich, glaube ich, auch ein paar Korruptoren. Ich baue gleich, Oh, Korruptoren nicht, aber Brutlords oder sowas, habe ich gedacht. Ja, meinst du, ist es schon so weit für Brutlords? Ja, Fangler bräuchte ich auf jeden Fall auch mal noch dazu. Alter! Das war nice mit dem Fangel. Aber die smashen langsam ganz schön drauf. Boah, das liegt wirklich an den Tanks, ne? Obwohl die erst 1-0 Upgrades haben. Also ein Angriffs-Upgrade haben die nur. Naja, wir müssen jetzt gleich auf Luft changen. Ja, auf jeden Fall. Das geht sonst nicht. Sonst killen uns die Tanks. Das geht sonst nicht gut. Ich fange jetzt schon mal mit Korruptoren an. Ja, auf jeden Fall. Ich muss meine Lane so ein bisschen umbauen. Ich habe so das Gefühl, dass sie aufeinander zulaufen und dann sich nicht gleichzeitig eingraben. Die Schwarmwirte. Das ist ja, nicht schön. In der zweiten Lane. Wenn, dann sollen sie auch zusammenkommen und nicht nacheinander weg. Ja. Das hast du sehr gut erkennen. Ja, ja. Die werden aber auch ganz schön weggeröstet, die Viecher. Das ist echt ein bisschen problematisch. Atomic Reaper, nein. Ach fuck, jetzt wollte ich noch Fangel bauen. Mach's gut, Atomic Reaper. Warum? Er hat gerade Tschüss geschrieben, er muss weg. Echt jetzt? Naja, hast du wahrscheinlich deaktiviert. Ja, hab ich auch. Leider ja. War keine Absicht. Das ist natürlich echt blöde, ne? Jetzt haben die sogar noch einen Vorteil, weil die jetzt doppelt gespawnt werden. Ach, das stimmt doch überhaupt nicht. Natürlich! Die haben Nachteil dadurch. Na, die haben doch keinen Nachteil dadurch. Was erzählst du denn? Was denn für ein Nachteil? Der Nachteil ist, dass die jetzt nicht mehr so, so unterschiedlich bauen können. Dass du dich halt eher darauf einstellen kannst, auf zwei Leute, anstatt auf drei Leute einstellen kannst. Die Einheiten-Spawn-Rate ist genau dieselbe wie bei uns. Ja, das stimmt wohl, aber... In der Kombi, die sie jetzt fahren hier, werden die Einheiten natürlich, wenn die gerade gegen uns gut sind, dann halt viel häufiger gespawnt. Und Koloss, wie du sehen kannst und so, ist natürlich jetzt, wenn da schon so eine Masse Kolosse steht, in der Phase halt ein bisschen scheiße für uns. Ja. Verstehen, du Problem. Ja, ich baue doch schon Masse Schänder jetzt. Ja, das ist auch eine sehr gute Wahl. Die sind jetzt halt wann wird da eine Welle gespawnt? Die sind jetzt halt sehr anti-Boden, ne? Die müssen jetzt... Losch! Spawnt! Direkt vor den Kolossen! Genau so! Das ist doch schön. Das ist doch schön. Wir müssen jetzt hart auf R gehen. Nee. Ich baue jetzt erstmal ein paar Fangler hin. Dann werde ich mal die... Die Schwarmhorst ein paar nach vorne setzen noch. Da mal einen hin. Doch so einen Fangler würde ich gerne haben, aber das klappt nicht. Das klappt nicht, ne? Nee, leider keine Kohle. Aber immerhin schon 3 Gas. Die Korruptoren gehen aber auch sowas von hard down. Gegen die Archons. Nehmen auch 3-3 die Archons, ne? Ja, die Korruptoren haben 0-0. Aber. Ja. Ja, leider spawnen die. Obwohl. Es unterscheidet sich ja jetzt immer, wann die spawnen. Vielleicht ein paar Vipers noch mal reinpacken oder so? Ja, habe ich leider noch nicht. Ich habe noch kein T3. Ja, habe ich mir gerade geholt. Ja, das ist sogar schon in Ordnung. Kommt noch ein Angriffsupgrade dazu. Ah, das sind schon ganz gut Gender.
und es ist halt auch fast nichts mehr gegen Lufteinheiten. Die paar echten Archons da, die drei Stück, die haben mit anderen Sachen zu tun. Ja, ich baue jetzt erstmal nur Schänder. Na, das ist gut. Die haben da jetzt gerade natürlich eine ganz schöne Masse wieder. Jo, übelste Masse Marines. Übelste Masse. Übelstes. Ich könnte jetzt natürlich noch auf Ultralisken oder was gehen. Aber ich denke, das ist... Ich denke, Brutleute sind eher angesagt jetzt gleich. Ich denke jetzt auch. Ja, aber die benötigen halt auch wieder die Upgrades dafür, ne? Naja, klar. Aber ich denke, ja, wir müssen jetzt langsam auf Luft switchen. Ja, ich mache jetzt auch den ersten Brutfreund. Weil die haben so viel Boden. Guck mal, die haben Archons und so, ne? Und jo. Gut, die eine Welle ist natürlich noch Marines, ne? Sind die denn jetzt noch zu dritt drin? Nee, zu zweit. Einer ist raus. Aber... Ja, ist der... Okay, ist der Toss, ne? Mit den ganzen Dings. Ja, und jetzt... Und der eine Terra. Und der Terra, ne? Ja. Na, einen kriege ich wohl noch. Einen Brutfreund. Wir brauchen mehr Mineralien. Vielleicht schaffe ich sogar noch einen für die nächste Runde. Ja, das dürfte es jetzt auch gewesen sein. Alter, der Brutlord geht ja mega ab. Ich baue jetzt auch gleich Brutlords. Ja, das können sie nicht mehr schaffen. Ja, die Schänder nehmen, haben gerade schön die Dings auseinandergenommen. Jo, Vikings noch dazwischen. Das war so richtig geil, die Mischung. Alter, Falter, ey. Ruckelt auch mittlerweile ein bisschen bei mir, muss ich sagen. Oh, bei mir ist jetzt momentan die Rate auf 12 runtergegangen. Schön. Olsen bremst das Spiel. Frechheit. Alter, Falter. Es sind natürlich viele Kolosse, ne? Mhm. Aber der Nexus geht sowas von hart dauern. Ja, einfach viel zu viel Masse da vorne. Das war's. GG! Gigi! Ich wollte gerade noch einen bauen. Och Mann, ein Brutfreund. Ja, aber Marc, wie haben wir das denn geschafft? Wir haben gewonnen? Ja, ich denke ja. Es sieht fast so aus. Und das war noch mit Doppelzerg? Die Kraft der zwei Zergler. Zerg legt, haben wir sie. Geschnetzelt ist einmal gemacht. Genau, Zerg legt. Ja, das war ein schönes Game. Ich war aber schon wieder vom Punkten her, oh, weiß ich nicht. Also, aber gut, wir haben ja aber schon gesagt, wir gehen nicht auf Punkte. Also, nee, es war eine schöne Sache. Die sind auch bei Desert Strike total unaussagekräftig. Ja, das stimmt natürlich. Das habe ich schon mit meinem mit dem mathematischen Gehirn habe ich das schon festgestellt. Dass dass die totaler Quatsch sind. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Also die Punkte können nicht stimmen. Ich kann nicht weit unten sein. Du hast die Zauberkraft für alles. Ja, das stimmt natürlich. In jeder Tabelle ganz unten zu stehen. Da hast du recht. Nein. Das war schon immer so. Oh nein. Nein, natürlich nicht. Ja, hauen Sie rein. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao.